Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator, Folge 175. Wie ich gerade damit angebe, dass ich die ganze Zeit verhält, wer weiß, welche Folge das ist. Schon hart traurig. Aber gut, was soll's. So, wir wollen mal gucken. Wir haben mittlerweile ein bisschen Parra gemacht. Ich glaube, wir können damit einen lang ersehnten Traum erfüllen. Ich weiß gerade nicht welchen. Ja, wie war es gerade aktuell? Wir hatten Istanbul, da hatten wir zwei LKW. Gut, das heißt, wir brauchen sowieso erstmal einen dritten LKW. Hätte ich schon längst machen können. Gut, das heißt aber, ich kann einen zurückzahlen. Weil für die nächsten brauchen wir ja erstmal wieder Garagen-Upgrade. So, wir brauchen LKW-Händler. Mercedes-Benz. Huh? Also schon auch. Das ist Istanbul da unten. Bam. So, haben wir schon mal den nächsten. Wir können uns ja doch gleich zwei LKW. Ah, ne, können wir. Ja, eben können wir nicht. Eben, wir können uns noch weitere LKW holen, aber wir müssen auch Garage upgraden. Und dann reicht es nicht mehr. Auf der Agentur. So. Was haben wir denn da so schönes? Mittlerweile müssen wir mal ein bisschen auf die Frauenquote achten, glaube ich. Wir haben in letzter Zeit nur noch Männer eingestellt, habe ich das Gefühl. Oh ne, geht eigentlich sogar. Ach, scheiß was auf Frauenquote. Wir gucken mal, ob wir eine Frau finden, die ordentliche Bewertungen hat. Und wenn nicht, wird es halt ein Mann. Easy. Da kenne ich gar nichts. So, scheiß was auf Frauenquote. Jetzt habe ich es gesagt. Was suche ich gerade? Wo ist der Fahrerhändler? Da. So, was haben wir denn da? Aha. Was haben wir denn da? Eine Frau mit gerade mal wertvoller Fracht. Das sieht schon mal nicht gut aus. Hier haben wir eine, die hat noch unsinnfreier. Ja, auch wieder nur mit wertvoller Fracht. Sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Sie verlangt 350 und sie verlangt auch 355. 27, 27, ja, für beides gleiche. Ich stelle mir einfach sie ein. Easy. Let's go. Es war eine Katastrophe. Aber ja, was soll's. Die passt wenigstens zu einem geilen LKW. So. Musik. Lass uns loslegen. Das heißt, wir müssen dann für den nächsten LKW ja, auf jeden Fall noch mal weit über 100.000 kommen. Also 100.000 müssen wir auf jeden Fall nochmal verdienen. Thank you.
Immer der Kreisverkehr. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Aua! Was ist mit diesem Bordstein los? Wie diese Ausfahrt. Das ist ja voll schlimm, Alter. Aber, wow, weil wir diese Kischar bekommen haben. Gut, letztens ist ja auch die Fahrradkabine komplett ausgefügt. Ey, was ist nicht grün? Diese grünen Lampen sehen immer so aus, als wenn sie leuchten würden. Ist doch kacke. Weil letztens, als wir an der Ampel rangefahren sind, wo ich dann die Ampel dann so geguckt habe und wir das Rot nicht gesehen haben, sondern nur die gelbe und die grüne Lampe, sah es auch die ganze Zeit so aus, als wenn grün leuchten würde. Obwohl ich wusste, dass Rot leuchtet. So schlimm, ey. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nur diese Ausfahrt. Finde ich nicht in Ordnung. Also ich finde es in Ordnung, dass es jetzt hier in dem Spiel Teslas gibt. Aber ich finde, die Teslas sind überrepräsentiert. Hier andauernd fahren die Teslas rum. Das ist doch nicht wahr. Vor allem voll unfair, ja? Teslas gibt's, ja, Elektroautos gibt's, aber keine Elektro-LKWs. Die sind völlig unterrepräsentiert. Hammer nach Köln. Ich hatte da nur ganz leicht danach sagt weggebumst, Alter. 7% Schaden. Gibt's doch ja nicht. Nein. Kann ich auch ja nicht überholen.
rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Links halten.
Ausfahrt rechts. Bitte rechts halten. Ich bin mal gespannt, ob ich das Foto... Ja. Nice. Nach links ab.
Ach, hier wieder. Haben wir nicht bei dem Ding schon öfters? Weil das ist auch schon wieder so ein Ding, was noch grau ist. Hä? Oder geht von diesem Hafen 5 Stück hier auf der Map, oder was? Es ist vorbei. Kein Respekt mehr. Wow. Oh, alt, 20.000 Abzug, Alter. 10% XP abgezogen. Und fast, ja, 10% abgezogen. Für gerade mal 3%. Alter. Das ist nicht nett. Cool. Das heißt, dann können wir nächste Folge wieder ein bisschen Firmenmanagement machen. Sehr geil. Dann würde ich mal sagen, bis dahin.